Rückkehr in die Arbeit jetzt ohne Risikotesten. Sehr gute Nachrichten für viele Millionen Rentnerinnen und Rentner, die eine Erwerbsminderungsrente bekommen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, das Thema dieser sogenannten Wiedereingliederung des Testens für irgendwie 6 Monate arbeiten und dann keine Angst haben zu müssen, dass man seine Erwerbsminderungsrente verliert, ploppt jetzt immer mehr auf. Wir haben ja zum 01.01.2024 hierzu eine neue Rechtslage. Ich zeige Ihnen das gleich auch im Gesetz, was da geschrieben steht. Und jetzt habe ich mal noch einen ganz interessanten Beitrag dazu gelesen, dass man sozusagen jetzt ohne Risiko für eine bestimmte Zeit lang wirklich sich austesten kann und gucken kann, kann ich in meinen Job zurückkehren? Kann ich diese Tätigkeit wieder aufnehmen, die ich vor meiner Erwerbsminderungsrente bekommen habe oder ausgeführt habe? Wie ist das jetzt eigentlich? Ja, und wir unterscheiden ja dort 2 Fälle. Einmal die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung. Dort kann ich 3 bis unter 6 Stunden beruflich noch tätig sein. Oder ich habe eine volle Erwerbsminderungsrente. Dann kann ich nur noch unter 3 Stunden tätig sein auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Das bedeutet also, dass ich mich jetzt hier austesten kann und probieren kann, komme ich sozusagen wieder in einen Job zurück, bei einer teilweisen Erwerbsminderung dann vielleicht sogar in einen vollen Job, sodass mir die teilweise Erwerbsminderungsrente dann irgendwann mal aberkannt wird, wenn das natürlich nur klappt, oder bei einer vollen Erwerbsminderungsrente dann natürlich zu gucken, ob ich erstmal 3 bis über 6 Stunden schaffe oder gegebenenfalls nach einer gewissen Zeit dann auch über 6 Stunden. Das ist jetzt sozusagen die Regelung, die das Gesetz uns hier vorgibt. Und in der Regel, so sagt es auch das Gesetz, besteht der Rentenanspruch dann für einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten weiterhin fort. Wenn ich also im Rahmen einer vollen Erwerbsminderungsrente zum Beispiel sage, okay, ich gehe jetzt gleich mehr als 6 Stunden für regelmäßig mindestens 6 Monate arbeiten. Oder bei einer teilweisen Erwerbsminderungsrente halt eben dann auch über 6 Stunden. Oder bei einer vollen Erwerbsminderungsrente probiere ich es erstmal mit 3 bis unter 6 Stunden aus. Das ist also möglich. Und grundsätzlich sagt die Regelung, die Neuregelung im Gesetz, die zeige ich Ihnen gleich, dass das praktisch im Grunde genommen unabhängig vom Umfang der täglichen Arbeitszeit ist. Das heißt also, wenn jetzt jemand zum Beispiel auch 10 Stunden am Tag arbeitet, dann ist das praktisch für die Regelung des Paragraphen 43 Absatz 7 SGB 6 praktisch völlig irrelevant. Das heißt also, Sie können hier versuchen, in das Arbeitsleben zurückzukehren. Und jetzt zeige ich Ihnen einfach mal, was da geschrieben steht, damit Sie das auch mal sehen. Und zwar haben wir hier den Paragraphen 43 SGB 6, der regelt die Renten wegen Erwerbsminderung. Ja? So, und dann haben wir hier einmal die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung, das ist der Absatz 1. Und dann haben wir die Rente wegen voller Erwerbsminderung, das ist der Absatz 2. Und im Absatz 7, der wurde jetzt zum 1. Januar 2024 eingefügt in das Gesetz, da steht Folgendes jetzt geschrieben. Wird neben einer Rente nach Absatz 1 oder Absatz 2 unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes eine Erwerbstätigkeit ausgeübt, deren Umfang das der Rentengewährung zugrunde liegende Leistungsvermögen überschreitet. Das heißt also, habe ich eine teilweise Erwerbsminderungsrente, dann höher als 6 Stunden, habe ich eine volle Erwerbsminderungsrente, dann mehr als 3 Stunden, besteht für einen Zeitraum von regelmäßig 6 Monaten ab Beginn der Ausübung weiterhin Anspruch auf die gewährte Rente. Das Wort regelmäßig heißt hier, das müssen nicht zwingend 6 Monate sein. Das können sogar auch mehr als 6 Monate sein. Das können aber auch weniger als 6 Monate sein. Das heißt also, hier sollte man dann zumindest schon mal sein Auge drauf werfen. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, und so sagt es auch die Rentenversicherung und so sagen es auch andere Rentenspezialisten, tun Sie bitte hierzu 2 Dinge. Sie haben eine volle Erwerbsminderungsrente oder Sie haben eine teilweise Erwerbsminderungsrente. Sie wollen sich jetzt hier erproben. Dann tun Sie mir bitte einen Gefallen. Sprechen Sie bitte als allererstes mit Ihrem Arzt, mit Ihrer behandelnden Ärztin. Geht das überhaupt, was Sie da vorhaben? Reden Sie mit Ihrem Arbeitgeber. Macht der das überhaupt mit?
hat der eventuell einen Job für Sie? Ja? Dann als zweites, bevor Sie diese Tätigkeit aufnehmen, die praktisch über das Leistungslimit hinausgeht, was Ihnen hier an Rente zugewährt worden ist, sprechen Sie bitte mit Ihrer Rentenversicherung. Kündigen Sie das an und sagen Sie, Leute, ich will es ausprobieren. Es kann ja sein, dass Sie diesen Probeversuch nach 3 Wochen abbrechen müssen, weil Sie immer noch zu krank sind oder wieder neu erkranken oder die Erkrankung sich verstärkt. Und in 2 Monaten probieren Sie es nochmal. Dann haben Sie ja wieder diese Möglichkeit, es nochmal für 6 Monate zu probieren. Ja, das heißt also, diese 6-Monatsfrist, die hier in den Paragraphen 7 SGB, die hier in den Paragraphen 43 Absatz 7 im SGB 6 geregelt ist, sagt uns überhaupt nicht, ob ich das nur einmal probieren kann oder 2-mal oder 3-mal. Das heißt also, hier sind auch mehrere Versuche sicherlich möglich. Zumindest sagt uns das auch die rechtlichen Arbeitsanweisungen der Deutschen Rentenversicherung zu diesem Absatz 7, die ich heute das erste Mal am 31. Januar 2024 gelesen habe. Die sind also, müssen dort taufrisch dort aufgenommen worden sein. Also meine Damen und Herren, probieren Sie es aus, wenn Sie wollen. Das ist eine gute Sache vielleicht. Sie können dann auch, sagen wir mal, noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Sie haben zumindest die Möglichkeit, hier für 6 Monate mehr Geld zu verdienen. Wenn es nicht klappen sollte, ist Ihnen die Deutsche Rentenversicherung sicherlich auch nicht böse. Und sie darf auch, das ist rechtlich auch in diesem Absatz 7 ganz klar drin, sie darf Ihnen wegen dieser Erprobungszeit nicht Ihre Rente wegnehmen. Das ist hier in diesem Zusammenhang nicht möglich. Weil hier steht auch, ab Beginn der Ausübung weiterhin Anspruch auf die gewährte Rente. Wenn Sie aber über diesen Zeitraum von 6 Monaten hinausgehen und das weitermachen, ohne der Rentenversicherung da Bescheid zu geben, dann kann das natürlich ins Auge gehen. Also sollte man wirklich hier ein bisschen aufpassen. Ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, gehen Sie bitte zur Rentenversicherung, prüfen Sie das ab und lassen Sie sich bitte hier auch durch Ihren Arzt die entsprechenden Leistungsbestätigungen geben. Nicht, dass das hier für Sie ein Schuss in den Ofen wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.